Hallo, Hallöchen, meine Freunde, willkommen beim Grugaliga Pokémon. Mein Name ist Grill, ich spiele für euch Pokémon Smaragd und wir müssen uns wieder Maike stellen. Letztes Mal haben wir nämlich versucht, Maike auf dem Weg Richtung, wie auch immer die Stadt mit der dritten Arena heißt, platt zu machen und sind kläglich gescheitert. Halt richtig hart, weil ihr Morabel uns einfach komplett fertig gemacht hat. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir irgendwie weiter trainieren, machen wir irgendwie das Rätselmeisterhaus, falls da jetzt noch ein neues Rätsel ist, wo wir dann, womit wir dann trainieren können. Oder schmeißen wir einfach die ganze Zeit unsere Pokémon gegen sie und hoffen, dass wir das durch strategische, Verbesserungen hinbekommen. Wir können uns ja anschauen, was aktuell unser Team so an EP braucht, um mindestens noch ein Level dazu zu kriegen. Beispielsweise Wingull braucht nicht so super viel. Guten Morgen Seelenfisch, danke für deine immerwährende Moderatorarbeit. So, Wingull braucht scheinbar nicht so super viel Erfahrung. Stolunior schon, aber ich glaube Stolunior hilft eh nicht gegen Morabel. Nicht so wirklich gut. Wegen dem Gesteinstyp. Bummels braucht auch noch ein bisschen was, aber hat uns auch irgendwie nicht so, also hat auch sehr schnell, ist auch sehr schnell platt gewesen. Junglut braucht auch ordentlich noch einen Schub. Biffchen könnten wir aber bis dahin nochmal um ein Level erhöhen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Tassla bräuchte auch ein bisschen was an Training. So, das heißt Wingull und Biffchen könnten wir auf jeden Fall vor dem Kampf nochmal auf Level 16 bringen und dann gucken, wie es letzten Endes so aussieht. Und was wir auch machen sollten, ist in den Markt zu gehen und Tränke zu kaufen. Für den Fall, dass wir dann doch platt gemacht werden. Willkommen, ich kann dir helfen. Ja, du kannst mit Tränke verkaufen. Warte, Supertränke, nicht Tränke. Wir haben alle unsere Tränke, glaube ich, schon längst verwendet. Machen wir mal so. Und, okay, sie hat keine Pokémon, die uns irgendwelche Statusprobleme geben konnten. Die hat nur Statusveränderungen, wenn überhaupt. Aber wir könnten... Wir haben einen Superball und 17 Pokébälle. Wir sollten Superbälle aufstocken. Weil jetzt, über Zeit werden die Pokémon, die wir fangen müssen, stärker. Und da ihr mir aufzwingen könnt, Pokémon zu fangen, ist das wichtig, dass wir Bälle haben, mit denen wir die Pokémon auch fangen können. Gut. Ich glaube, wir hatten jetzt auch kein Pokémon irgendwie, das wir noch mitnehmen sollten, richtig? Wir hatten Fritzelwilz, glaube ich, fangen müssen. Aber ansonsten nichts, was uns jetzt direkt helfen würde, glaube ich. Ich kann ja mal gucken. Genau, wir haben nur Fritzelwilz mit Level 12 und halt Knilz auf Level 14. Vielleicht
nehmen wir Knilz wieder ins Team. Als Pflanzen-Pokémon. Das ist zwar schwächer als die anderen, aber dürfte genau sehr nützlich gegen Morabel sein. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Aber nur Absorber. Ja, schon, aber besser halt Absorber zu haben und dann den Schaden auch einstecken zu können. Als halt beispielsweise jetzt Stolunior, das von seinen Typen her auch einfach, ne, das akzeptiert, also, du weißt schon. Außerdem ist hier in der Generation Egelsamen noch mit dem weirden Wechselmechanik-Ding, dass Egelsamen halt auch auf Pokémon wirkt, die danach kommen. Lernt auch Level 16 Megasauger. Ja, guck mal, dann haben wir doch ein Ziel für bis dahin. Womit wir auch Absorber ersetzen können. Und wir könnten gucken, halt, ob der Rätselmeister neue Rätsel für uns hat. Oh, schade. Hat er nicht. Das ist aber unvorteilhaft. Nächstes Mal nehme ich diesen Trick. Nach diesem Shamount mit List und... Ich muss sagen, hier haben mich selbst in meiner Brillanz wieder übertroffen. Ha? Was? Ach, du bist das. Bin gerade dabei, mir neue Tricks und Herausforderungen auszudenken. Ist doch nicht zu viel verlangt, mir noch etwas Zeit zum Nachdenken zu geben, oder? Das ist mir doch gegönnt, oder? Danke, komm später wieder. Sag mal, ginge der Rätselmeister, wenn wir... würde der funktionieren, wenn, also im Sinne von, würde der das, was der hier gemacht hat, anzeigen, würde der Rätselmeister seine Rätsel aktualisieren, wenn wir nicht die Batterie hätten? Ist der auch zeitbasiert? Dann kannst du ja die ganzen Rätselmeister-Sachen auch nicht machen, wenn du die Batterie nicht hast. Moin, Mazemary. Schön, dass du da bist. Schön, dass du es tatsächlich zu einem der Streams schaffst. Mazemary ist eine der Personen, die die VODs guckt. Und die vollstes Vertrauen in mich hatte, dass ich komplett... missachtet habe, als ich irgendwie 17 Episoden lang nicht die Thumbnails gemacht habe. Verdammt, gegen dich haben wir auch gekämpft. Kann ich irgendwie herausfinden, ob andere Trainer schon bereit sind zu kämpfen? Also das ist ja dieser Trainerruf müsste mir das ermöglichen. So, die sind alle von letztem Mal, glaube ich. Platscher Günther, das sind die, genau, das sind die Leute, die, also bis hierhin sind die Leute aus Graphiport City am Strand. Kann ich? Was ist prüfen? Direkte physische Attacke, ich baue auf Kampf-Pokémon, die Welt erwartet mich als neuen starken Kämpfer. Okay, aber kann ich die gegen dich kämpfen? Hey, Brix! Ich habe viel aus unserem Kampf gelernt. Ich werde weiter trainieren und dann meine Arena neu eröffnen. Aber ich habe noch einiges zu erledigen, bis ich sie öffnen kann. Sobald die Arena wieder eröffnet ist, möchte ich wieder mit dir kämpfen. Okay. Felicia, ist deine Arena wieder eröffnet? Oh, hallo, Brix! Seitdem wir uns gesehen haben, arbeite ich hart am Wiederaufbau. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis ich die Arena wieder öffnen kann. Aber dann musst du unbedingt auf einen Kampf vorbeikommen. Okay, das heißt, ich habe jetzt gerade einfach legit... Warte, was ist, wenn ich sie anrufe? Hi, Brix! Erinnerst du dich an einen Mann namens Zerschneider in Metarost? Er hat sein Haus dort. Ich habe herausgefunden, dass sein jüngerer Bruder in Malvenpro lebt. Rate mal, wie der heißt. Der Zertrümmerer! Okay. Inzwischen habe ich aufgeholt und kann auch einfach auf Twitch die VODs gucken. Oh, dann brauche ich die ja gar nicht mehr machen. Nein, ich brauche die definitiv noch machen. Das Problem ist, ich sitze immer noch in der Kirill arbeitet bis 22, 23, 24 Uhr an dieser gottverdammten Studie, die sie rausbringen müssen, Sache. Deswegen... ätzen. Aber das heißt, wir haben auch keine Trainer, gegen die wir kämpfen können. Das heißt, wir können uns nur weiterentwickeln, indem wir...
indem wir... indem wir gegen wilde Pokémon kämpfen. Das ist ja ätzend. Das ist ja richtig blöd. Ja gut, Pflanze gegen Mirapla einsetzen, nicht so smart. Oh, Tackle vielleicht auch nicht so smart, wenn es Absorber kann. Das wird jetzt ein langer Kampf. Warte, kann Stachelspore ist für uns hilfreich. Stachelspore kann dafür sorgen, dass das nicht angreift. Und dann können wir mit Mirapla angreifen. Alternativ wechseln wir jetzt auf, können wir das Mirapla angreifen. Alternativ wechseln wir jetzt einfach eiskalt auf Wingull, das ja eh auch Erfahrung braucht. Und dann machen wir das kaputt. Oder wir gehen halt zu Maike. Wir gehen halt zu Maike und versuchen den Kampf zu machen mit einem Level 14. Wer ist es denn mit einem Level 14? Ich bin dumm wie Scheiße. Ich wollte die Flugattacke einsetzen. Mit einem Level 14 Knilz. Und hoffen, dass... wenn wir das einwechseln, bevor Morabell rauskommt, wir auch ohne Megasauger daran vorbeikommen. Okay, Knilzer LTP, Wingull LTP, cool. Nächstes Pokémon. Wobei mindestens Wingull und Vivien auf Level 16 bringen, war eigentlich das Ziel. Aber, Absorber. Oh, ich sehe schon, warum Seelenfisch gesagt hat, oh, nur Absorber. Ach ja, genau, Seelenfisch hat geschrieben, Egelsam funktioniert in Gen 4 bis 8 genauso wie hier. Also da hat letztes Mal jemand darauf hingewiesen, dass das nicht der Fall ist, dass da halt ein Unterschied ist. Ich meine, es war Kuchnegabel, dass es da entweder beim Wechsel des gegnerischen Pokémon oder beim unserem Wechsel nicht mehr so ist, wie es vorher war. Nein, eben nicht. Der hat nämlich in... Oh, fuck. Diese Person hat nämlich explizit gesagt, dass mich der Egelsam, so wie der gesetzt wurde, gerettet hat. Das war in der Kampfarena, meine ich sogar. Da ging es dann halt darum, dass das entweder mein Pokémon ist gestorben und der Egelsam war noch da, obwohl es irgendwie in modernen Versionen nicht der Fall wäre. Oder das gegnerische Pokémon ist gestorben und dem wurde trotzdem Leben abgezogen. Obwohl es eigentlich quasi abgelegt werden würde, der Egelsam. Oh fuck. Das ist unvorteilhaft. Schade, dass Absorber nicht Statusprobleme heilen kann. Aber ich nehme mal an, dass das generell nicht geht. Okay, aber das ist eh nicht so super nice. Womit kämpfen wir das am ehesten? Keine Ahnung, aber Pfiffchen braucht DP und hat zumindest nicht schwache Attacken dagegen. Ah nein, Pfiffchen ist paralysiert. Cool. Sag mal, man kann durch Raub ja von wilden Pokémon Items kriegen. Das ist ja quasi Stil aus Final Fantasy. Das ist halt... Gibt's das schon seit Gen 2? Oder ist das erst mit Gen 3 reingekommen, die Attacke? Weil das ist halt ein Ding in anderen Rollenspielen, dass du halt... dass bestimmtes Mobs einfach bestimmte Dinge, bestimmte Items quasi haben. Und du die klauen kannst. So wie ich das sehe, hat sich Egelsam seit Gen 3 nicht geändert. Okay, gut. Du wirst es wissen. Knilz erreicht Dings. Level 15. Pfiffchen erreicht Level 16. Okay. Wir schaffen es noch, Knilz rechtzeitig auf Level 16 zu bringen und die... Und Megasauger zu lernen. Aber vielleicht machen wir das gleich hier unten, anstatt... da oben. Wir müssen aber erstmal die Paralyse loswerden. So. Ja, ich weiß. Professor Kastan und Skipjay sind noch nicht im Stream, ne? Zumindest nicht, dass ich sie sehen könnte.
Weil, ich habe halt sowohl Pokewiki als auch Bulbapedia offen, schreibt Seelenfisch. Oh, gut. So, weil eigentlich ist halt wieder eine Podcast-Episode eben in der Planung, beziehungsweise um genau zu sein, halt aufgenommen und Audio geschnitten. Ich müsste das Video halt machen. Und ja, das ist schwierig mit 9 bis 24 Uhr an einer Studie arbeiten, wenn das rauskommen soll am 11. oder so. Ja, okay. Deckel? Ich kann mich aber daran erinnern, dass irgendwer meinte, dass Egelsam davor anders war. Ja, okay. Dann hat... Nee, ich... Also, meine Erinnerung ist, dass das darum ging, dass es halt in modernen Spielen nicht mehr so ist, weil diese Person halt erwartet hat, oh, Moment, das, ne, ich kenne das anders. Aber wie auch immer, in der Gen funktioniert es so, wie es halt in der Gen funktioniert. Jetzt alle Leute aufgeregt, alle Leute, die Gen und alle Leute, die Gen sagen. Alle. So, jetzt kommt von irgendwem, wer sagt denn Gen? Und von jemand anderem, wer sagt denn Gen? Das war sehr... Warum war das so viel? Warum war das so viel auf einmal? Oh nein, Schluppuck. Oh nein. Hat Schluppuck uns nicht irgendwie vergiften können? Ah, cool, dass wir paralysiert sind. Ha! Easy, einfach dein eigenes Pokémon paralysieren, damit es nicht vergiftet werden kann. Kannst du wenigstens angreifen. Paralyse reduziert nicht auch noch irgendeine andere Status, also irgendeinen anderen Statuswert, ne? Paralyse sorgt nur davor, oh Gott. Sorgt nur dafür, dass man nicht angreifen kann, richtig? Ach, Initiative. Okay, ich dachte, ich meine, ergibt Sinn. Aber, ich hatte im Kopf, dass wir das letzte Mal, als wir über Status-Probleme gesprochen hatten, dass Feuer, Angriff reduziert, aber das und das Paralyse halt nichts reduziert, aber wahrscheinlich hat die Person einfach nur gesagt, dass Paralyse nicht Angriff reduziert. Genau, ja. Sag ich ja. Also Stand jetzt gerade würde ich sagen, am ehesten gähn. Was das Schluppuck macht. Oder wie meinst du? Auch Gena müsste ja nicht klappen, wenn ich paralysiert bin. So. Okay. Und dann gleich müssen wir gucken. Sie fängt mit Lombrero an. Ich glaube, wir wollten Wingull als Lead dafür mitnehmen. Würde ich dann auch machen, denke ich. So. Aber für die nächste Arena müssen wir gucken. Die nächste Arena ist Elektro. Nee, Gen wegen Gen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, die schlechten Wortwitze. Oh, fuck. Okay. Davon muss ich mich jetzt erstmal erholen. Nein. Die nächste Arena ist ja Elektro. Und Pflanze ist schwach gegen... Nein, Pflanze ist nicht schwach gegen Elektro. Pflanze ist sogar explizit resistent gegen Elektro, nicht? Habe ich das richtig im Kopf? Weil... Was ich sagen will ist, nehmen wir Knilz mit oder nehmen wir Stolunio mit? So, weil Stolunio ist, glaube ich, nicht explizit resistent dagegen. Auch wenn ihr gesagt habt, oh boah, Stolunio, voll wichtiges Mon. Knilz gerade wieder on top. Knilz versucht gerade wieder rauszuholen, was es uns vorher geklaut hat. Tja, was halt. Es hat den Platz von Stolunio wieder, den es nur verloren hat, weil ihr gesagt habt, Stolunio voll wichtig. So. Stolunio hat keine Elektroresistenz und Stahl ist uneffektiv auf Elektro. Ja, guck mal, dann behalten wir auf jeden Fall Knilz mindestens bis zur nächsten Arena. Und danach vermutlich, auch wenn Stolunio noch so tanky ist,
weil halt Gesteins drin hat, ne? Also Stahl, super, toller Typ, ne? Richtig overpowered. Stolunio ist genau die Kombination, mit die schwächste Kombination, die man finden kann. Ich glaube, Stahl-Eis war die, die ich ausgerechnet habe, die schwächste Stahl-Kombi ist. Knilz versucht Megasauger zu lernen, aber Knilz kann nicht mehr als 4 Attacken lernen, soll eine Attacke zugunsten von Megasauger vergessen werden. Wir brauchen... Ich würde tatsächlich Absorber nehmen, weil wir sonst mit Knilz aktuell keine Möglichkeit haben... Okay, Seelenfisch stimmt zu. Keine Möglichkeit haben, irgendwas anzugreifen, was nicht gegen Pflanze schwach ist, beziehungsweise, ne? Und da es eh dieselbe Attacke im Endeffekt ist, nur halt mehr strong, ist das, genau, ist das sinnvoll. Ich habe halt überlegt, lohnt es sich, wer ist es denn, lohnt es sich, Deckel wegzunehmen, damit wir die AP quasi konservieren. Dass wir halt Absorber gegen Pokémon benutzen können, die halt nicht schwach gegen, die halt schwach gegen Pflanze sind. Aber letzten Endes lohnt sich das auch nicht, weil wir relativ viele AP haben, Yonago-Bären anpflanzen können und passt schon. So. Und so können wir halt auch Pokémon angreifen, die nicht Typen. Also die resistent gegen Pflanze sind, das will ich damit sagen. Aktuell zumindest. So. Wingull ist Level 16. Und damit rennen wir zum Pokémon Center, heilen unsere Pokémon und rushen durch zu Maike. Gar kein Bock. Aber sollte jetzt eigentlich ganz gut klappen. Wir haben Tränke, wir haben... Ich weiß nicht, was für Beeren wir haben, aber wir haben noch Beeren. Ups. Wir haben noch Beeren. Ich kann ja mal gucken, ob irgendwas... Wobei, die hat nichts, was uns Statusveränderungen gibt. Ich speichere mal kurz. Vor diesem Pavillon. Ja. Gut. Ja, soweit ich gesehen habe, nichts, was uns, soweit ich das in Erinnerung habe, nichts, was uns vergiften oder sonst was kann. Paralyse vielleicht. Aber das wäre es dann auch. Maike! Where are you at? Fuck. Ah, können wir. Sehr gut, dass ich nicht einfach durchgerannt bin. Weil wir jetzt halt gucken können, ob Wingull auch tatsächlich vorne war. War es aber auch. So. Hi, Maike. Hi, Brix. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, exakt. Was? Ein Wochenende oder so? Was haben wir für einen Tag? Nee, stimmt gar nicht. 2 Tage. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Scheiße, die hat seitdem noch weiter gekämpft? Die hat seitdem noch weiter trainiert? Nee. Nee, Zileine. Wie oft gegen sie verloren? Aktuell noch gar nicht. Also aktuell einmal letztes Mal. Zweimal letztes Mal? Ich glaube zweimal letztes Mal. Ich hab's aber nicht genau im Kopf. Flügelschlag. Aber jetzt haben wir höher leveligere Pokémon. Einmal letztes Mal. Cool. Dann waren wir ja gar nicht so schlecht. Ach ja, stimmt. Wingulls Flugtyp resistet. Beziehungsweise reduziert die Schwäche gegen Pflanze. Und? Wird Schneckmark eingesetzt? Nö, warum? Wasser. Ah, dann machen wir ja quasi. Dann sollte das ja quasi klappen. Relativ problemlos. So. Steinwurf. Ach ja. Das war das Problem. Wingull, es tut mir leid, wir müssen dich opfern. Vielen Dank für deine großartigen Dienste. Okay, dachte nur, weil ich jetzt erst zugeschossen bin. Nein, wir haben die andere Methode verwendet. Wir haben ausnahmsweise mal nicht einfach unsere Pokémon gegen Maike geschmissen. Wir haben uns vorbereitet, taktisch.
Wir haben unsere Pokémon, die wir relativ schnell entwickeln, also halt ein Level höher kriegen können, ein Level höher gekriegt. Wir haben uns Knilz anstatt Stolunio rausgeholt, damit wir gegen Maboy Morabel ankommen. Und dieses auch auf Level 16 gekriegt, damit wir Megasauger kriegen anstatt Absorber. So. Und ja, ich habe den Egelsamen gesetzt, um ein bisschen zu kompensieren, dass wir halt, also wie schnell wir hier vorankommen. So, nächste Runde setzt Morabel Energie frei, glaube ich. Komm schon, Morabel, du schaffst das. Du schaffst es jetzt nicht anzugreifen. Sind wir schneller? Wir sind nicht schneller. Es erzeugt Energie. Cool. Uff. Aber haben wir irgendwas, was nicht so direkt, ne? Dann nehmen wir erstmal Wingull weiter. Ah, wir sind nicht schnell genug. Fuck, warum habe ich Wingull genommen? Egal. Der Egelsamen rettet uns halt. Jetzt. Flügelschlag. Ah, wir sind schneller. Wir haben zwei Pokémon gebraucht. Wingull erhält sehr viel EP. Ist jetzt schade, dass Knilz die EP nicht erhält, aber oh well. Ach du Schande! Du bist besser, als ich gedacht habe. Tja. Brix, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, dies ist von mir, für dich. Detektor? Das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Brix. Es hört sich aus meinem Munde zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Ich zisch die einfach mit dem Fahrrad ab. Und ich hab halt einfach noch keins. Was macht die überhaupt hier unten, wenn sie den Fahrradweg nutzen kann? Der Detektor ist ein Basis-Item, ne? Genau. Das kann ich auf Select zuweisen. Ja, cool. Das heißt, ich kann jetzt hier alles abgehen. Und gucken, ist da was? Aber warum? Also, das ist halt wieder so eine Sache. Okay, dann mache ich das halt. Und dann habe ich das halt gemacht. An jeder einzelnen Stelle. Aber warum? Warum würde ich mir die Mühe machen? Also als Kind, ja. Aber halt jetzt für den Stream quasi. Weil ich glaube, bei den Feldern, wo es relativ, also wo es wahrscheinlich erscheint, du brauchst den Detektor ja nicht. Also zwei Dinge. Entweder mit dem Detektor suchst du einen Ort ab, bei dem du dir nicht sicher bist, dass da ein Item ist, oder halt dir nur ein bisschen denkst, dass da ein Item sein könnte. Weswegen du auch einfach A drücken könntest. Oder du suchst halt einfach legit überall und hoffst, dass du ein Item kriegst. So, oder nicht? Weil, wenn ich an einem Ort bin und A drücke, dann, und da kein Item ist, dann ist da halt kein Item. Das ist das gleiche wie den zu drücken. Das einzige, was es tut, ist, dir zu helfen, zu sehen, dass da kein Item ist. Ich weiß nicht. Irgendwie ist der Detektor relativ useless. So. Es sei denn, man braucht den irgendwann in-game wirklich für irgendwas. Aber selbst da... Wenn der halt automatisch funktionieren würde. Okay. Oder halt, Detektor hat eine größere Reichweite? Aber... Okay, das wäre mir neu, weil ich habe den Detektor immer als ist vor dir ein Item verstanden. Das heißt also, ich kann jetzt irgendwie hier mich irgendwie die ganze Zeit in die Mitte stellen und mein Sweeper-like. Aha, warte, es ist nicht vor mir.
Ist auch nicht die Stelle, auf der ich stand. Ja, und das ist der Dude. Wow. Okay, jetzt muss ich das also... Okay. Ja, der sagt das hier immer noch. Ah, und der guckt in die Richtung. Oder? Nee. Ja, da ist der Bre. Das sehe ich, dass der da ist. Okay. Oh, wow. Das ist ja... Fun. Okay, da ist es immer noch nicht. Vielleicht irre ich mich auch und er dreht sich einfach immer in eine beliebige Richtung. Ah. Gut, aber die Stelle haben wir letztes Mal nicht untersucht, aus irgendeinem Grund. War cool. Nichts, keine Anzeige. Cool. Gut, gut. Was ist denn da, wo wir Maike getroffen haben? Vielleicht ist da ja was. Fuck, war ich nicht beim Pokémon Center? Ah doch, ich war beim Pokémon Center, aber ich habe Wingull noch vorne. Ich sollte Wingull. Der Detektor sieht aus wie eine Windschillrute. Also ich glaube, diese beiden googeln sollen hier oben an quasi der Windschillrute diese Spitzen dann sein. Elektrum. Aber wir sollten Bummels nach vorne tauschen, weil Bummels gerade Level 15 hat. Auch wenn Bummels nur alle zwei Runden angreifen kann. So. Also wenn es um Tankimon geht... Wir haben hier Tankimon. Du musst aber nicht nach jedem Schritt weiter wieder neu ansetzen. Du kannst schon zwei, drei Schritte gehen. Kann ich das? Was, wenn ich dann in meinem Kreis laufe um das Item, weil der sich halt immer nach links dreht? Weil ich immer daran vorbeilaufe. Eigentlich musst du jeden Schritt gehen. Damit das... Das ist wieder so eine... Das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache, wo man ausrechnen kann. Mathematisch, wie gut das funktioniert, also wie häufig du, ja, ich schaff's gleich, wie häufig du, wie viele Schritte du laufen kannst, bevor du wieder den Detektor einsetzen musst, um möglichst schnell zum Item zu kommen. Sag mal, Bummels faulenzt. Kann Bummels faulenzen durch Paralyse ausgehebelt werden? Also, dass Bummels einfach nicht faulenzt, sondern wegen Paralyse nicht faulenzen kann? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass faulenzen als quasi Attacke zählt. Aber implementierungstechnisch hätte das tatsächlich sein können. Wer ruft mich an? Hallo Brix, hier ist Lola. Ich habe versucht ein hübsches Wingull zu fangen. Aber es ist geflüchtet. Ich war vielleicht enttäuscht. Okay, mach's gut. Cool. Wieder so ein Anruf, in dem kein Kampf herausgerodert wird. Ruft mich an und lasst mich kämpfen, meine Fresse. Dann würde das auf die nächste Runde verlegt werden. Ah, okay. Uff. Uff. Okay. Fuck, ich habe die Pokémon nicht gewechselt. Ich wollte Dings vorne haben. Ja, dann kriegt Wingull halt die EP. Ist egal. Oh, das steigt gleich auf Level 18 hoch. Wahrscheinlich ist das aber noch nicht die Stelle, an der es sich entwickelt, ne? Hat mir sogar, glaube ich, geguckt. Wingull Level 20, meine ich, für Zubelipa. Ah, 25 sogar. Wow, okay. Ja, gut. Dann brauchen wir uns da gar keine Gedanken zu machen. So, Knill Bummels wollten wir vorne haben, um das auch auf Level 16 zu kriegen. Ich habe das Gefühl, dass die EP-Verteilung besser ist als, dass die EP-Verteilung besser ist, als sie es in den alten Spielen war.
weil es wirkt auf mich ein bisschen so, als würden unsere Pokémon. Konsistenter auf einem Level sein. Ich habe das Gefühl, dass wir halt vorher nicht einfach durch, aber wir haben richtig durchrotiert und sonst was und richtig kämpfen können. Die Levelverteilung so halbwegs ordentlich hingekriegt haben. So, meine Freunde. Doppelkampf? Doppelkampf, aber wen haben wir vorne als zweiten Doppelkampfpartner? Nehmen wir mal Trassler. Oh, ich habe vergessen, dass Trassler Teleport kann. Wir hätten uns die ganze Zeit zum Pokémon Center porten können. Oh well. Passiert. Hallo Pfiffchen. Wo ist Aaron? Aaron ist weg. Niemand braucht Aaron. Aaron hat uns gegen Maike nur Schaden zugefügt. Er hat uns gegen Maike war unnütz. Komplett unnütz. War schwach gegen ihre Typen. Hat sich von Morabell komplett fertig machen lassen. Und wir brauchten ein Pokémon, das typentechnisch besser gegen Morabell aufgestellt ist. Deswegen haben wir Knilz wieder im Team. So. Weil Pfiffchen ziehen wir mit. Also, jeder andere Mensch hätte jetzt Pfiffchen statt Morabell, Pfiffchen statt Aaron ausgetauscht. Ich nicht. Wir heilen unser Dings mal, unser liebes Bummels mal. Wir haben doch sicherlich auch, wir haben 5 Paraheiler und ansonsten haben wir den Bären, weil die sind wieder verwertbar. Wir haben sogar 8 Amarena-Bären. Wir können die benutzen. So. Und dann gehen wir in den Doppelkampf. Hi. Zeigst du mir deine Pokémon? Nur ganz kurz, ja? Okay, volle Kanne, wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Okay. Pokémon-Sammler Edwin und Gitarrist Karel möchten kämpfen. Karel. Okay. Oh, Lombrero. Oh, kein Bock. Gar kein Bock. Warum ist Trassler vorne? Ich wollte eigentlich Pfiffchen vorne. Egal. Trassler auch gut. Genau. Ja, Konfusion halt, ne? Würde ich sagen, so spontan. Ja, natürlich paralysiert das Trassler. Natürlich tut es das. Und wahrscheinlich greift es dann entsprechend auch nicht an. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wurdest du von Professor Kastan schon gefragt, wo du die Yonago-Bären wachsen hast lassen, die du gewachsen... Ja. Wo die Yonago-Bären wachsen, die du gepflanzt hast? Nein, wurde ich nicht. Denn Professor Kastan ist scheinbar noch gar nicht im Chat. Sonst hätte ich ihm mitgeteilt, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich Zeit habe, am Podcast zu arbeiten. Aber der ist halt... Wow, ich habe einfach nur faule Pokémon, ne? Trassler will nicht. Bummels will nicht. Greifen wir mal um Beron. Oh nein, das setzt Silberblick ein. Wie schrecklich. Meine Verteidigung. Okay, scheiße. Verteidigung senken ist tatsächlich gar nicht so gut gerade, ne? Wobei, nee, sowohl Fritzelblitz als auch Lombrero greifen über Spezial an, glaube ich. So, Lombrero. Fritzelblitz schläft gleich. Hätte ich vielleicht gar nicht machen müssen, weil Fritzelblitz eh schon Half-Life hat. Aber Wayne. Das ist egal. Der schläft. Lombrero erstmal fokussen. Jo, Bummels, paralysiert. Weißt du denn, wo die sind? Nein. Ist doch egal. Weil ich halt weiß, wo alle anderen, also halt, wo Bären sind. Und wir davon ausgehen können, dass da halt Yonago-Bären sind. Wenn wir das alles abgreifen. Und sobald wir Flug haben, ist das kein großes Thema mehr. Also, ich weiß, dass wir, ich habe in Erinnerung, dass wir keine Yonago-Bären bei dem letzten Bärenbusch gepflanzt haben, den wir gepflanzt haben.
weil da genau diese Frage aufkam, meine ich. Oder ich habe das komplett, also genau falsch rum in Erinnerung und die kam auf, weil wir da Yonago-Bären gepflanzt haben und Professor Kastan meinte, oh, du erinnerst dich nie im Leben, dass die da sind. Aber ich weiß halt, da sind Bären, also aktuell, da sind Bären, vor der Stadt mit meinem Dad sind Bären, nach der Stadt mit meinem Dad sind Bären, kurz vor Metaflur, kurz vor Metaross City sind Bären. Ich glaube auch auf dem Metaflur, also auf dem Weg zum Metaflur-Tunnel müssten Bären sein. Es sind auf jeden Fall keine in, sind auf jeden Fall keine in, hier, Fausthafen. So, 50-50. Was 50-50? Ob da Bären sind oder nicht. Beim, ach so, ja, bei jeder Aussage, die ich treffe, habe ich 50-50 generell. Ja, klar. Aber beim Metaflur-Tunnel, also beim Weg zum Metaflur-Tunnel erinnere ich mich nicht daran, ob es die gibt oder nicht. Tatsächlich. Nein, Fritzelblitz ist aufgewacht. Oh no. Was? Ach so. Trassler hat die Fähigkeit von Fritzelblitz kopiert und hat Fritzelblitz jetzt paralysiert. Weil Statik. Wow, jetzt haben alle Pokémon auf diesem Screen einfach irgendwelche Status-Probleme. Cool. Und das Schlimmste ist, der hat auch noch... Also der, einer von den beiden hat auf jeden Fall noch ein Pokémon. Ja, geht doch. Danke, Trassler. Hat zwar gedauert, aber du hast es geschafft. Voltoball wird in den Cup geschickt. Okay. Ich tausche gleich mal Trassler, würde ich sagen. Oh, wow. Tagedieb ist nur auf uns selbst, glaube ich, aber das ist jetzt gerade eh egal. Oder tausche ich? Ja, komm, ich tausche. Hier ist ein Knilz. Möchte eigentlich nicht, dass Trasslers EP... Quatsch, dass das Trassler die EP nicht kriegt, die es hier sich verdient hat. Oh nein, Hummels Verteidigung sinkt stark. Uff. Ananas schläft immer noch. Bummels faulen. Ja, ist doch gut. Nee, wir brauchen Voltoball nicht mehr schlafen gehen zu lassen. Wir setzen... Ja, witzig, Kirill. Setz Knilz ein, weil du dir denkst, boah, geil, ist ja gegen das Elektro-Pokémon effektiv. Aber kill das Elektro-Pokémon, bevor du das Pflanzen-Pokémon killst. Mhm. Ingenieur. Ah, es hat nicht mal, es hat gar keine Wirkung auf Planas. Ja, cool. Cool. Sehr gut. Mummels erreicht Level 16. Ja, dann greifen wir es halt doch mit Tackle an. Ist egal. Wenn es aufwacht, machen wir, paralysieren wir es. Mummels faulenzt. Klar. Oh nein, es ist aufgewacht. Fuck. Uff. Uff, uff. Was? Moment, was? Was ist passiert? Kann Sporenwirt einschläfern? Ich dachte, Sporenwirt kann nur paralysieren. Und... wenn man einen Knilz angreift... mit einer physischen Attacke... wird man... also kriegt man ein Statusproblem... Und ihr wollt mir erzählen, dass Stolunio ein besseres Pokémon ist als Knilz? Also ich habe ja früher, also totally unrelated, ich habe früher Bioshock gespielt, ne? Spiel ab 18, also alle, die nicht 18 sind, raus. Moment. Ich möchte meine Sammlung vervollständigen. Ich will deine Pokémon klauen. Du hast den Rhythmus im Blut. Ja, ich habe früher Bioshock gespielt. Und eine der Sonderfähigkeiten, die du haben konntest, war,
dass du dich, wer ist es denn, dass du einen, dass wenn du angegriffen wirst, wer ist denn? Wenn du angegriffen wirst, nur, meine Fresse, die Gegner halt, einen Stromschock erleiden. Und das ist basically genau das, was das halt Sporn wird tut. Und das ist halt eine super Fähigkeit eigentlich, halt passiv, sowas zu erzeugen. Das ist halt wie Statik von Fritzelblitz, das wir vorhin gesehen haben, aber halt mit mehr Fähigkeiten, also gegebenenfalls auch mit Gift. Und Schlaf ist halt richtig gut dabei. Also das ist eigentlich eine richtig gute Fähigkeit. Ahoi, beide besser als Pfiffchen, deswegen nur ein Slot. Vielleicht willst du dann 7 Pokémon hochziehen. Ja, dann ist das halt so. Niemand hat gesagt, dass ich Pfiffchen hochleveln muss. Ich muss es nur in meinem Team haben. Ich darf es nur nie rausschmeißen. So, einmal gucken, dass wir Trassler heilen und die beiden Paralysen loswerden. Ach ja, aber guten Morgen, Professor Kastan. Schön, dass du da bist. Ich sitze übrigens immer noch jeden Tag bis 23 Uhr an der Studie und weiß nicht, ob ich es schaffen werde, bis zum 11. die gottverdammte Podcast-Episode hochzuladen. Das Video dafür zu erstellen, weil halt jetzt, wir hatten gestern wieder Meeting und in den Meetings kommt manchmal halt raus, dass du einen ganzen Teil deines Studiendesigns verwerfen musst, weil du in Pre-Tests festgestellt hast, dass das gar nicht so geil ist. So, das heißt, wir mussten jetzt einen ganzen Teil, wir müssen jetzt einen ganzen Teil umentwickeln. It is very, very fun. Ah, guck mal, Detektor. Ja, witzig bist du, witzig. Ich habe deine Absichten vorher gesehen. Daher werde ich nicht verlieren. Ich bin vom Küstenradweg runtergefallen. Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen. Stolos Mega Tanky. Kapilz ist eine Glaskanone. Beide haben eine Vierfachschwäche. Was ist eine Glaskanone? Was ist eine Glaskanone, bitteschön? Okay. Abra setzt Teleport ein, weil es keine andere Attacke kann. Okay, ich weiß nicht, ob es auf dem Level schon keine andere Attacke kann, aber... Cool. Schnell und stark stirbt, aber relativ schnell. Ja, okay. Squishy DD. Ah. Now that's a term I can understand. Magnetilo da schon Schwebe? Magnetilo hat keine Schwebe, sorry. Jedes Mal sagen wir das. Jedes Mal denken wir uns auch, Magnetilo hat doch Schwebe. Magnetilo hat keine Schwebe. Oh, wow! Abra! Was sind deine Werte? 3? Was ist der Verteidigungswert von diesem Abra gewesen, dass das gegen einen Zerschneider einfach... Ja, Bummels Faulenz, ist klar. Ah, guck mal, der hat kein weiteres Pokémon, das der einsetzen könnte. Oder die beiden haben kein weiteres Pokémon, das sie einsetzen wollen. Cool. Psycho ist nicht sehr effektiv gegen Elektro? Seit wann? Und vor allem warum? Oh, es lebt noch. Warum lebst du noch? Aber hat einen Verteidigungsbasiswert von 15, also sehr niedrig. Ja, okay. Ah, ich dachte, es fügt sich jetzt selber Schaden zu. Das wäre jetzt fun gewesen, wenn Bummels sich einfach selbst gekillt hätte. Was aber richtig on-character wäre, weil, wer ist das denn? Weil es dann halt nicht mehr kämpfen muss. Ah, Psycho gegen Stahl und effektiv. Okay, na gut. Ich konnte noch nicht einmal meine eigene Niederlage vorhersehen. Ups, ich habe verloren. Schon wieder abgestürzt. Oh Mann, Leute. Macht mich traurig. Hä? Okay, aber... Also hier ist ein Item schon mal. Aber... Okay.
Also das heißt, der zeigt mir einfach irgendeine der Richtungen an. Der zeigt mir jetzt nicht an. Okay, also kann ich hier einfach weiterlaufen, hoffen, also gucken, dass ich mich, ob ich mich umdrehe oder nicht. Ah, ich drehe mich um. Oh, Wunder. Der leere Patch hier hat ein Item. Also, bis mir... wer ist es denn? Bis ich sehe, dass ein Item mal irgendwo ist, wo ich das nicht erwarten würde, halte ich den Detektor weiterhin für nicht so super useful. Den wollen wir dagegen reinhauen. Knils, komm. Knils war gut dagegen letztes Mal. Wir durften gleich schon raus sein aus diesem Ding, wo wir gerade rumlaufen. Meine ich zumindest. War Knils letztes Mal gut oder habe ich... Ich glaube, das ist ein Déjà-vu. Das ist ein Déjà-vu. Dieses Knils wird gleich sterben. Glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass es... Ja, genau. Genau das habe ich im Kopf. Was zum... Was ist Kloaken? Was ist Chlor... Was Klo... Was war das? Ich habe das nicht lesen können, was da stand. Und ein Knilz ist vergessen. Und mein Kragen ist falsch. Kein Wunder, dass der so weird aussah. Lebensraub geht nach hinten los. Ah, oh. Oh, wow, okay. Oh, Pfund und Flügelschlag haben denselben Sound. So. Wunderbar. Meint ihr, wir schaffen es heute noch, in der letzten Stadt da oben anzukommen? Kriegen wir unser Fahrrad heute noch? Wahrscheinlich nicht. Wummels erhält EP, Wingull erreicht Level 18. Mills erhält EP. Wingull entwickelt sich natürlich nicht weiter. Bisschen, komm. Packen wir dich mal nach vorne. So, ach ja! Oh nein! Ich habe vergessen, dass wir vergiftet sind. Ja, Selbstheilung bei Vergiftung. Wer hat das hier gemacht? Wer hat den Standardzustand auf Prüfen gepackt? Was will ich da? Ich meine, ich weiß, dass das für die Wettbewerbe ist, aber wer hat den Standardzustand auf Prüfen gepackt? Die Person, die Wettbewerbe designt hat, damit man eine Incentive hat, die Wettbewerbe zu machen. Damit man daran denkt. Hey, schleich dich nicht so von hinten heran. Okay. Angler Albin. Sie schickt haufenweise wahrscheinlich schwache Wasser-Pokémon rein. Macht. Ja, natürlich vergiftet das Fifien erstmal. Oder auch nicht. Cool. Hab erwartet, dass das jetzt... Ah, geht doch. Wollte schon sagen. Ja, okay, Fifien. Tut mir leid. Du wirst jetzt halt durch das Gift verletzt. Du brauchst aber die EP. Du brauchst die Erfahrung, um im Level aufzusteigen und auf Level 18 Magnaien zu werden. Wait. Wait, eigentlich habe ich gesagt, dass wir Fifien durchziehen, oder? Wait, muss ich jetzt Fifien durchziehen? Ich meinte eigentlich, dass ich es entwickeln würde zu Magnaien. Aber ich habe das nie spezifiziert. Rules as written. Müsste ich also jetzt... Fifien den Ewigstein geben oder sowas. Und dann... oh fuck, das Gift. Ups. That's unfortunate. Genau, also ich müsste eigentlich Fifien den Ewigstein geben, weil ich Fifien durchziehen müsste und nicht Magnaien. Ich meine, ich könnte jetzt mit Absicht genau dann Werbepause machen, wenn
es sich entwickeln will und dann sagen, oh, hups, oh nein, ich musste dringend weg. Und jetzt hat es sich entwickelt, wie schrecklich. Aber dann muss ich den Speicherstand einfach zurücksetzen. Kannst das ja nach der Entwicklung zu Magnaien umbenennen. Wie mein? Ja, ich wollte nicht wechseln. Es heißt ja dann Magnaien. Meinst du, ich kann es von Pfiffchen zu... Also, ohne es zu entwickeln, Magnaien nennen? Oder das Magnaien nach der Entwicklung zu Pfiffchen umbenennen? Meinst du, also ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst bei dieser Satzstellung. Und ja, ich weiß, dass da ein Kappa ist, aber um Ironie zu verstehen, muss ich den Satz erst auf die Reihe kriegen. Oh nein, nicht Walzer. So. Der hat noch einen Pokémon, glaube ich, ne? Ja, er hat noch einen Pokémon. Gift gegen... Nein, Psycho-Attacken sind gegen Gift-Pokémon effektiv. Psycho-Attacken sind gegen Gift-Pokémon effektiv und nicht andersrum. Zu Pfiffchen umbenennen. Master Luxe, mir gefällt dein Gedankengang. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache genau das. So. Dreck, aber das kann ich dann erst machen, wenn wir in... wenn wir... Luke haben, weil dann muss ich halt, ich weiß halt nicht, wie lange es noch dauert, nicht mehr allzu lang, das zu entwickeln. Und dann müssen wir zum Namensbewerter in Seegras Ulb. So, meine Pokémon sterben einfach legit alle gegen dieses Tentacha mit Gift. Ja, ja, Trassler, bitte einfach. Oder greif dich halt selbst an. Ist in Ordnung. Und stirb halt. Verdammte Scheiße. Knilz hat gerade das niedrigste Level von den Pokémon, die das jetzt hinbekommen könnten. Ne Mega... Stopp! Was stopp? Was stopp? Warum stopp? Seelenfisch, bist du delayed? Hast du vor 5 Sekunden, bevor ich den letzten Angriff abgesetzt habe, wolltest du Stopp sagen? Aber hast es zeitlich nicht gepasst. Ey, Bären! Hi! Nana-Bären! Cool! Cool! Ja, ich möchte eine Beere pflanzen. Okay, die machen einfach nur Nana-B. Maron-Bären haben wir nicht so viele. Das stimmt, wir pflanzen die ganze Zeit Maron-Bären, weil wir sagen... Nein, wollte dich warnen, dass den Tag auch potenziell Kloakensoße hat. Aber das war auch schon so gut wie besiegt. Ja, okay. Gut. Das ist natürlich, das wäre natürlich ein Problem. Ah, wusste ich aber gar nicht, dass das, ich wusste gar nichts von dieser Fähigkeit. Ich wusste nicht, dass es eine Fähigkeit gibt, die dir Lebensraub rückgängig machen kann. Rückgängig vor allem. Du weißt, was ich meine. Oh, wir müssen mal ein neues Goal machen. Wir haben tatsächlich... Jedes Mal denke ich mir, boah, cool, wir haben ja 2200 Follower erreicht. Und dann denke ich mir, oh, sind da wieder Bots mit bei und kann mich gar nicht richtig freuen. Und das macht mich traurig. Tentacha und Schlupfwuchs sind die einzigen Pokémon mit Kloakensoße. Ach so, ich dachte... Was ist mit der Weiterentwicklung von Schlupfwuchs? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber... müsste die das nicht auch haben? Oder hat die andere? Mann, sprich mit mir. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen, eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Ey, ich weiß ja nicht. Und deren Entwicklungen natürlich. Achso, okay. Was haben wir denn aktuell? Wir haben Level 18 Ringal hier vorne und wir sollten unser Bummel heilen. Damit wir tatsächlich EP davon kriegen. Ja, damit das EP kriegen kann. Damit das halt sich weiterentwickeln kann. Und auch die Paralyse vielleicht. Wobei sind wir nicht. Wir sind fast in der Stadt.
Wir sind basically in der Stadt, okay. Bist du ein Trainer? Wahrscheinlich nicht. Hi. Sprich zu mir. Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Ich kann Fahrräder nicht steuern, okay? Das ist ableist von dir zu behaupten, dass das ein riesiger Spaß wäre. Ich habe nicht die Möglichkeit, das zu machen. Ich habe X Tempo gefunden, okay. Wie viele Tempo habe ich gefunden? X. Löse die Gleichung nach X auf. Erstmal Pokémon Center. Oh Mann, ist das Guy Fieri? Was macht Guy Fieri denn da links? Oder Mike Shinoda in den frühen Linkin Park Alben, den roten Haaren, in Crawling oder so. Hi. Hey, oh, man nennt mich Trendwick. Ich zeige dir, was hip und ab ist und abgeht. Hast du schon von Jungen gehört? Was heißt das? Frag mal deinen Papi und deine Mami. Was? Was? Das Einzige, was hip und trendy ist, ist links wählen. Okay? Und es stört mich, dass das Spiel immer wieder auf, oh, was ist jung und hip, hinaus will. Und nicht einfach links wählen. Bei Tentaka, Schlupuk und so weiter, also am besten den Egelsamen weglassen, außer du hast vorher gesehen, welche Fähigkeit die haben durch Drassler oder vorheriges Einsetzen von Megasauger. Ja. Genau. Gut, machen wir. Wenn ich auf Statistiktausch Zugriff nehme, werden die neuesten Nachrichten aus Horsthafen hochgeladen. Diese Daten decken sich nun mit denen meines Freundes. Statistiktausch? Ach so, ah, oben. Oben, klar. Natürlich. Der Mann dort drüben, der sagt vielleicht verrückte Dinge. Auf seltsame Weise ist er aber amüsant. Den werde ich wohl nicht vergessen. Okay. Wobei die beiden halt Gift-Pokémon sind, da sollst du eh keine Pflanzen-Pokémon einsetzen. True. Im oberen Stockwerk des Pokémon-Centers wurde die Möglichkeit des Statistiktauschs eingeführt. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das werde ich herausfinden. Ist bestimmt lustig. Und wir wollten oben mal gucken, ob wir jetzt irgendwie die Möglichkeit haben, diesen... Ne, können wir immer noch nicht, dieses Pulter. Der Typ da ist einfach Eggman, ja? Wusstest du, dass du von hier aus via Link-Kämpfe in Kolosseum ausfechten kannst? Deine Ergebnisse werden dann an der Wand ausgehängt, wo sie jeder sieht. Es ist schon peinlich, wenn man öfter verliert als gewinnt. Wow. Wow. Was, wenn man einfach nicht so gut ist? Das ist ja nicht... Ja, nicht peinlich. Aber okay. Kein Wunder, dass viele Leute so die ganze... Also, Competitive-Szenen in allen Videospielen für problematisch halten. Wenn Videospiele einem einfach buchstäblich sagen, boah, schon irgendwie doof, wenn du ständig verlierst, nicht? Ist schon peinlich, ne? Das ist irgendwie toxisch. So. Radlers Räder, fahre im Kies und lass dich durchschütteln. Baue ich hier auch eine Million? Nun, was haben wir denn hier? Eine höchst energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Meine Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim hierher. Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir, Wax, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die den Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eines aussuchen. Welches möchtest du? Komme ich nicht nur mit dem Eilrad irgendwie später zu Rayquaza? Habe ich das richtig im Kopf? Oder kann ich hier nochmal tauschen? In einer Welt, wo Pokémon-Trainer more or less ein Job ist, ist das schlecht, wenn du schlecht bist. Ja, aber du musst das Kindern nicht so beibringen, weil die nicht in der Welt, in der man Pokémon-Trainer ist, leben. Ich meine, du brauchst beide immer mal wieder, okay? Das heißt, ich kann tauschen. Dann nehme ich erstmal das Eilrad. Wenn ich mich an das Eilrad gewöhnen kann, dann passt das schon. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Cool. Das hättest du mir vielleicht vorher sagen müssen. Aber in Ordnung. Ich lerne etwas über Räder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie man Rad fährt, da vorne findest du einige Handbücher. Okay. Glaube ich zumindest, ansonsten ist das schlechtes Game Design.
Wieso? Du könntest ja auch einfach beide nutzen können. Aber halt immer unterschiedliche Wege haben dafür. Ein Handbuch zum Kunstrat. Ich möchte das nicht lesen. Ich möchte das hier lesen. Ein Handbuch zum Eilrad. Welche Seite möchtest du lesen? Wow. Radfahren. Mit Hilfe des Steuerkreuzes lässt sich das Rad lenken. Es wird immer schneller, wenn es einmal fährt. Lass das Steuerkreuz los, um das Rad anzuhalten. Eine andere Seite. Kurven fahren. Ein Eilrad ist sehr schnell und kann nicht schnell gestoppt werden. Das Kurvenfahren ist sehr schwierig. Lasse das Steuerkreuz kurz los und bremse, bevor du an eine Kurve kommst. Okay. Sandhügel. In der ganzen Höhenregion gibt es sandige Gefälle. Der lose Sand erlaubt es nicht, diese Gefälle normal zu erklettern. Aber mit einem Eilrad können auch diese Gefälle gemeistert werden. Cool. So. Ich meinte, wenn du dir nur eins nehmen kannst und dich nicht mehr wechseln kannst, was halt Spielkonten sperren würde. Ja, das ist richtig. Deswegen sagte ich ja, also wenn du nur eins nehmen kannst, musst du auch überall hinkommen mit dem Eilrad, beziehungsweise mit dem Kunstrad. Dann müssen die halt unterschiedliche Wege haben. Eilrad. Wählen. Klapprad, das doppelt so schnell ist wie ein Fußgänger. Klapprad! Die haben das explizit mit aufgegriffen, warum um alles in der Welt du das mit dir rumfahren kannst, tragen kannst, ohne... Oh mein Gott! Oh fuck. Fuck. I'm in danger. Der Duft von Blumen hat eine magische Kraft, der reinigt Körper und Geist. Los, los, los! Pokémon, 1, 2, 3! Okay. Okay, ist in Ordnung. Ich weiß halt manchmal nicht, ob meine Interpretation der Charaktere oder die Charaktere, so wie sie geschrieben sind, durch sind. Aber ich glaube, es ist häufiger meine Interpretation. Mir gefällt nicht, dass die hier 6 Pokémon haben, gegen die ich kämpfen muss. But okay. Werte von Translaas erkennt innere Kraft von Roseli. Was ist innere Kraft denn, bitteschön? Roseli setzt Stachelspore ein. Klar, natürlich. Ja, also mit diesem Input-Lag kannst du das Rad halt einfach gar nicht steuern. Halt einfach gar nicht. Es wird richtig fun. Wer ist es denn? Wird richtig witzig, da die Rayquaza-Sachen zu machen. Heil-Status-Veränderung beim Austausch. Ah. Oh. Das ist gar keine so schlechte Fähigkeit. Boah, ich hab wirklich null Bock, ne, gegen... Also, mit diesem Fahrrad das Rätsel zu machen. Ich hab früher Rayquaza nie gekriegt. Ich hab in Pokémon Rubin nie Rayquaza mir geholt. Primär, weil ich nicht wusste, wie ich da hinkomme und das Internet zu dem Zeitpunkt halt kein Ort war, zu dem ich Zugang habe. Aber mittlerweile habe ich in so ein, zwei Videos von anderen Leuten, weil ich halt die Gen 3 Spiele gespielt habe und Gen 3 Videos dann auch geguckt habe, gesehen, wie in Smaragd, da musst du Rayquaza ja von der Story her kriegen. Wie das da halt aussieht. Und ich glaube, du brauchst das Eilrad. Und das ist halt... Das ist so Boden, der kaputt geht, wenn du da drüber läufst. Und halt anknackst nur, wenn du mit dem Eilrad drüber gehst. Aber du musst da halt auch wechseln, oder nicht? Also halt die Richtung wechseln. Du fährst ja nicht immer gerade Strecken. Das heißt... Was ich sagen will ist, wir werden dieses Spiel nicht durchspielen können. Halt gar nicht. Weil ich halt überhaupt nicht das Eilrad kontrollieren kann. Wir werden jetzt immer Rad fahren. Und wenn ich gegen Wände fahre, dann fahre ich halt gegen Wände. Und dann habe ich halt Pech. Aber was sein muss, muss sein. Oh, es setzt Stachelspore ein. So. Irgendwann werde ich nicht mehr gegen Wände fahren. Irgendwann werde ich einschätzen können, wann ich wechseln muss. Ich weiß nur halt nicht, ob ich es genau genug können werde, um das für später zu machen. So.
Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Pokémon wir sind. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Zickzack ist immer noch nicht down gegangen. Obwohl es eigentlich hätte down gehen sollen. Hey, gut, aber Trassler kann jetzt nicht vergiftet werden, weil es paralysiert ist. Okay, Zickzack ist down. Entweder habe ich einen Knick in der Optik oder du bist asynchron. Also ich sehe mich synchron zu dem, was ich sage. Also eigentlich dürfte ich nicht asynchron sein. Es kann sein, dass Twitch gerade Probleme hat, das runterzurendern, falls du auf beispielsweise irgendwie 160p guckst oder sowas, oder halt auf einer niedrigeren Auflösung. Du hast mehrfach neu geladen. Let me check. Jetzt muss ich aber auch reden, damit ich mich hören kann. Ah, ne, weil ich habe die Webseite stumm geschaltet. Also, ich sehe mich synchron. Achso, ja, minimal asynchron. Ne, ich sehe mich synchron. Okay. Vielleicht habe ich mich auch einfach daran gewöhnt, wie asynchron ich bin. Weil ich das in Meetings und sonst was auch über Streamlabs laufen lasse, damit ich halt sehen kann. Oh, warte. Geh mal von 1080p wieder runter. So. Weil ich halt meine Kamera für, wenn ich hier das Setup schon habe, auch einfach mit den passenden. Ich bin dumm wie Scheiße! Seht ihr das? Ich habe die ganze Zeit A gedrückt. Und jetzt ist Biss weg. Ich habe nie gesagt, dass ich dieses Pfiffchen mitziehen muss, oder? Was macht Schnüffler? Pfiffchen, Stolunio steckt direkt vor dir. Es steht direkt vor dir, Pfiffchen. Natürlich erkennst du es! Meine Fresse! Kannst Geist mit normalen Kampf angreifen. Okay. Okay, gut. Egal, das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt so. Als Mahnmal der Schande oder wie auch immer. Oh mein Gott. Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man so blöd sein wie ich und einfach A weiterdrücken? Bevor. Das ist nicht mal sehr effektiv. Biss hätte ja auch nicht geholfen. Oh, Psycho ist. Ach ja, Psycho ist gar nicht so gut hinter. Macht Veränderungen des Fluchtwerts rückgängig. Okay. Nein, ich will Pfiffchen nicht. Ich will Pfiffchen tauschen. Can I get a different one, please? So, Stolunio mit, oh, ich bin so sauer, ne? Ich bin so sauer und so sad gleichzeitig. Attacke von Trassler geht daneben. Nils, bitte kill das einfach, damit ich weggehen kann. Danke. Oder hat der noch einen Mon? Ich glaube nicht, dass der noch eins hat, aber möglich wäre es immer noch. Nils erreicht Level 17. Ich schwöre dir, wenn Nils jetzt eine Attacke lernen kann. Er hat noch ein Pokémon. Fritzelblitz. Oh nein. Attackenerinnerer ist in Laubwechselfeld. Stimmt. Aber Laubwechselfeld ist doch irgendwo ganz, ganz weit draußen. Oder habe ich das falsch im Kopf? Also, ist Laubwechselfeld nicht genau ganz im Norden? Oh. Aber da kommen wir ja nicht hin, ewig. Das heißt, wir können nur darauf hoffen, dass es dass eine andere Unlichtattacke in der Zwischenzeit nochmal lernt. Oder halt Magnaien, wenn wir es auf Magnaien entwickeln, dass es in der Zwischenzeit eine andere Unlichtattacke lernt. Weil Biss ist ja immer noch keine so geile Attacke irgendwie. So, klar, die hat Flinch-Chance, aber ne, so mega nice ist die jetzt auch nicht. Andererseits gibt es nice Unlichtattacken, die Magnaien oder Pfiffchen lernen? Ich glaube nicht. Oh du meine Güte, scheinbar habe ich verloren.
scheinbar. Los, ihr Pokémon, geht es euch gut? Pokémon 1, 2, 3! Der will Animator werden. Animateur, nicht Animator. Dieser Geruch. Das ist ein Pokénaff. Wir müssen uns gegenseitig eintragen. Bruder, Aroma-Ladies sind scary. Ich liebe Pokémon. Ich bin Miguel von Pokémon Fanclub. Ich muss dir was erzählen. Mein süßes Pokémon. Brust. Ich sag nichts mehr. Ist ein Geheimnis. Und so niedlich, dass man es nicht in Worte fassen kann. Oh, mein süßes Eneko möchte einen Pokeriegel. Oh, du siehst so niedlich aus. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt darum kümmern. Bis später. Brust. Gewissheit wäre die nächste Unlichtattacke. Die ist aber genauso stark wie Biss. Wow. Wann ist sie denn? Wann ist denn Gewissheit? Wann können wir uns sicher sein, eine neue Unlichtattacke zu kriegen? So. Aber. Wie dem auch sei, wir packen Bummels nach vorne und sind für heute in jedem Fall durch. Nächstes Mal laufen wir durch die Stadt und, wer ist es denn? Und, bereiten uns auf die dritte Arena vor, würde ich sagen. So. Und per Attackenlehrer kann Magnaien dann Knirscher vor Level 40 lernen. 24. Oh Gott. Okay. Gut. So. Wir haben gespeichert. Haben wir das? Egal, wir speichern jetzt nochmal. So. Ich sag, das Spiel gespeichert. Und Raub macht auch so viel. Raub macht nicht so viel Schaden wie Biss. Ich meine, ich kann es jetzt nicht nachgucken, aber Raub macht super wenig Schaden. Also hat es, als wir das mal ausprobiert haben, zumindest. Habe ich das Gefühl. Oh ne, macht auch 40. Ah. Ja, cool. Dann ist das ja eh nicht so schlimm. Aber, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Ah, ne, du meinst jetzt vor bis, also in den letzten Generationen, also in den Generationen nach der dritten ist es stärker. Heutzutage ist das wie bis in Gewissheit bei 60. Oh, okay. Ne, also hier haben wir, also ich wollte schon sagen, ich hatte eigentlich ein relativ eindeutiges Gefühl, dass das eben so, ne, nicht funktioniert. Aber okay, so. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Krugerliga Pokémorgen. Und ich gehe dann wohl weiter arbeiten. Ciao.